Vielleicht kannst du noch mal speziell sagen, welche Wirkung Meditation hat oder auch Achtsamkeitstraining. Du hast jetzt schon angedeutet, generell ist es das Ziel, die innen, also nach innen zu schauen, und auch generell ist das Ziel, den Parasympathikus zu stärken, weil wir wahrscheinlich fast alle in unserer westlichen Welt chronisch sympathikoton eher sind. Aber vielleicht kannst du noch mal speziell sagen, welche Wirkung hat dann Meditation auch auf das Nervensystem, auf das Gehirn und so weiter. Also wir können tatsächlich ja auf den Körper schauen und da sehen wir, dass Meditation und speziell auch diese Form der Achtsamkeitslenkung eben den gesamten Gefäßtonus, den Muskeltonus senkt. Also das bedeutet, die Muskeln können loslassen, die können sich entspannen, die Gefäße werden weiter. Wir haben das Beispiel, dass wir dieses Training auch gegen chronische Blutdruckerhöhungen einsetzen können. Wir haben das Training bei chronischen Schmerzzuständen, Fibromyalgie und chronische Schmerzen unterschiedlichster Art. Also es ist tatsächlich ein entspannender, also muskulär entspannender Aspekt dabei. Die Gefäße weiten sich. Wir haben einen messbaren schlaffördernden Aspekt, wenn wir das auf der biologischen Ebene, auf der physiologischen Ebene sehen. Und wir haben, wenn wir jetzt und viele weitere, also es gibt einen ganzen Blumenstrauß von Wirkungen von diesem Achtsamkeitstraining. Ich will es ein bisschen zusammenfassen. Wir haben eine psychisch-emotionale Wirkung, in dem das auch natürlich tatsächlich auf der psychischen Ebene beruhigt, das, was wir da tun, weil unsere Gedanken sich etwas verlangsamen. Wenn sich Gedanken etwas verlangsamen, kriegen wir meistens Zugang zu unseren Gefühlen. Und die Gefühle werden mit der Zeit, das ist nichts Schnelles, das ist auch keine, wie soll ich sagen, keine schnelle Lösung, wenn jemand mit Achtsamkeitstraining beginnt, sondern das ist eher der Beginn eines Lebensweges oder einer Geistesschulung, könnten wir sagen. Und wir sehen, dass Menschen dadurch empathischer werden und mitfühlender werden. Da fällt mir ein, dass es Studien, einige gibt, die zeigen können, dass die Digitalisierung das Gegenteil bewirkt. Dass wenn man Studierende untersucht, dann sieht man jedes Jahr eine Abnahme, das kann man in psychologischen Tests messen, eine Abnahme der Empathiefähigkeit. Und Achtsamkeitstraining macht genau das Gegenteil. Man wird dankbar, weil man sieht, was man hat und nicht unbedingt, was fehlt. Und das führt auch zu einer gewissen Form der Demut, weil wir dadurch auch erkennen, dass wir zwar einiges vermögen in unserem Leben, auch in unserem Körper, auch was unsere eigene Gesundheit und auf diesem Weg der Heilung, was wir selbst tun können, aber dass wir letztendlich eingebunden sind in was Größeres. Und dann sind wir im Prinzip auch schon bei der spirituellen Ebene. Und da geht's, sagen jetzt wieder die spirituellen Traditionen, das muss für jemand, wir bieten ja Achtsamkeitstraining auch in Unternehmen an. Und für die hat dieser spirituelle Aspekt nicht diese Bedeutung, aber ich will es trotzdem nennen. Es geht bei dem spirituellen Aspekt um Dinge wie Erwachen, um Erkennen, warum bin ich hier auf dieser Erde, was ist vielleicht mein Auftrag, was ist meine Mission, vielleicht auch meine Vision. Also da geht es nochmal um ganz andere Bereiche. Aber ich will nochmal zurückkommen. Wir wissen heute, das Achtsamkeitstraining wirkt auch auf epigenetischer Ebene. Ich weiß nicht, ob ich den Begriff Epigenetik kurz erklären muss. Ja, mach noch mal. Lange Zeit dachten wir, die Chromosomen, die Informationen in den Genen, das bestimmt sozusagen unser Leben. Heute wissen wir, dass die Chromosomen vielleicht ein Drittel an
an Wirksamkeit, an Wirkung haben. Das ist die Blaupause. Das ist das, mit welchen Eigenschaften wir auf die Welt kommen. Und das haben wir geerbt von unseren Eltern und von unseren Vorfahren. Mhm. Aber wir wissen seit einigen Jahren, dass es eine Umgebungsreaktion gibt um die Gene herum. Und das können wir vereinfacht sagen, es gibt wie Schalter, die man außen anknipsen kann. Und diese Schalter, die bestehen aus Eiweißen, aus Proteinen. Und je nachdem, wie diese Umgebungsbedingung ist, werden bestimmte Gene aktiviert oder deaktiviert. Und diese Epigenetik, weiß man heute sehr genau, ist ein viel größerer Hebel sozusagen, auch in der Möglichkeit einer Veränderung unseres eigenen Zustandes, als die Gene es sind. Und wir wissen, dass die Meditation, speziell Achtsamkeitstraining, epigenetische Veränderung initiieren kann, indem es bestimmte Proteine so verändert, dass zum Beispiel sogenannte Methylierungsreaktionen im Körper stattfinden, dass bestimmte Proteine und dadurch eben die Gene selbst verändert werden im Sinne ihres Aktivitätsniveaus. Wir wissen, das ist vielleicht eher das Thema dann zu dem Aspekt Trauma oder seelische Verletzung. Wir wissen, dass die Epigenetik, dass seelische Verletzungen die Epigenetik eines Menschen in beide Richtungen verändern kann. Und dann komme ich wieder zurück zum Achtsamkeitstraining. Dadurch ist es eben auch möglich, dass man auch psychisch verletzte Menschen, eben nicht nur körperlich angeschlagene, mit Schadstoffen, mit Giften, mit Schwermetallen belastete Menschen, dass wir über dieses Achtsamkeitstraining eben auch eine epigenetische Veränderung im Sinne einer Aktivierung von Heilungsprozessen, dass wir das unterstützen können. Und wir wissen heute, das geht es nochmal weiter, dass zum Beispiel Achtsamkeitstraining, zumindest gibt es einige Studien, die darauf hindeuten, es ist alles nicht in Stein gemeißelt und was heute war, es ist morgen schon wieder veraltet. Aber es sieht im Moment so aus, dass dieses Meditationstraining sogar auf der Ebene der Telomere wirken kann. Die Telomere, und dann bin ich nicht mehr bei der Epigenetik, sondern bei der Genetik, also noch eine Ebene tiefer. Eine Zelle, die sich teilt, die muss zuerst die Chromosomen freigeben. Um die Chromosomen freizugeben und die Teilung zu ermöglichen, müssen sich die Schutzkappen der Telomere lösen. Also der Chromosomen, das sind die Telomere sind sozusagen die Schutzkappen der Chromosomen. Und bevor so eine Zellteilung stattfindet, müssen die Telomere sich lösen und quasi die Chromosomen freigeben. Und die Telomere, das sind sozusagen die Jungbrunnen. Je mehr Telomere, je aktiver die Telomere sind, desto häufiger kann sich eine Zelle teilen. Und Alterungsprozesse und Degenerationsprozesse finden immer dann statt, wenn die Telomere verbraucht sind. Und die Telomere können rehabilitiert, reaktiviert, wiederhergestellt werden durch ein Enzym namens Telomerase. Und der Punkt ist, dass Meditation und Achtsamkeitstraining diese Telomerase aktivieren kann, sodass die Telomere länger ihre Arbeit tun können und die Zellen länger gesund und jung und vital bleiben können. Also bis hinein in diese Ebene wirkt dieses Achtsamkeitstraining. Und das finde ich schon eigentlich revolutionär. Im Prinzip ahnten die Buddhisten oder auch andere Religionen das schon seit 5000 Jahren, sonst hätten sie es nicht so praktiziert über die ganzen Zeitläufe. Mhm. Aber heute können wir messen, warum das so ist, dass die das so stringent und so vehement praktiziert haben.